Und mit dieser süßen kleinen Rasselbande begrüße ich euch zurück bei Pokémon. Ich habe mal alle Pokémons ausgepackt, die wir dabei haben, und ich habe gemerkt, wir haben einen einzigen Kindergarten dabei. Es sind alles einfach nur kleine Babys. Guckt euch an. Die sind alle so groß wie mein Knie. Höchstens. Die sind so süß. Ich liebe sie alle. Genau, ich wollte an die Lagerkiste nochmal, weil wir haben jetzt so viel Müll dabei, sage ich mal. Ist ja Quatsch, was wir jetzt alles dabei haben. Hier diese Purpurstücke. Der komische Sand. Genau, den Munterreis haben wir auch. Das heißt, die eine Nebenquest können wir dann auch schon erfüllen. Das ist ziemlich cool. Hallo! Ich frage mich, wann und wo so eine Verzerrung des Raumzeitgefüges das nächste Mal auftritt. Vielleicht können wir sie auf der Karte sehen. Ja, das kann man. Und da hinten ist sie gleich. Das sieht man auch schon. Die ist da hinten. Aber da wollte ich jetzt natürlich nicht hingehen. Wir können uns mal so Richtung den Trostoruinen orientieren. Vielleicht da hinten die Ecke mal gucken. Da geht es ja auch noch hier ein ganz schönes Stück weiter nach oben. Da ist dann zwar Ende, aber ich denke mal, wenn man dann Surfer hat oder so, kann man bestimmt noch ein bisschen weitergehen. Die Musik ist auch so schön fröhlich. Das ist richtig toll. Und wir wollten eh mal gucken, was hier in der Ecke so für Pokémon sind. Na, na, na. Hallo, wen du liebes. Nicht entzünden, bitte. Sehr schön. Diesmal müssen wir ein bisschen besser auf unsere Pokémon aufpassen, weil wir können nicht alle 5 Minuten zurücklaufen. Nur weil die alle so schwer sind. Dem Gift ist halt schon tricky. Also die sind schon nicht nett. Sehr schön. Venufliebes wurde gefangen. Gibt es eine Weiterentwicklung von Venufliebes? Oder ist Venufliebes die Weiterentwicklung von etwas? Das wäre wirklich mal das, was mich interessieren würde. Was ist das denn? Ach, es ist schon wieder ein Paras, was uns dann fast umbringt. Diese Puschelblumen sind so süß. Ihh, habt ihr es gehört? Was ist das denn? Ich habe Lagerfeuer gefunden. Untersuchen. Hier hat jemand ein Lagerfeuer gemacht. Wieso? A, wieso und B, wer? Das ein Hinweis, dass wir hier nachts nochmal hinkommen sollen? Oder was will uns das Spiel damit sagen? Oh, jetzt kommen wir hier nicht weiter, schade. Naja. Wenn wir nachts hier nochmal hinkommen, ist das irgendwie der Hinweis? Aber da drüben kommt man doch gar nicht hin erstmal. Komisch. Schnell weg, bevor uns die Paras angreifen. Da ist doch noch eine Pflanze, habe ich doch richtig gesehen, genau. Wir können nie genug Schutzblumen haben. Hallo, Anton! Können halt Anton auch dabei haben, ne? Anton ist halt auch Baby. Fühl mich irgendwie provoziert von diesen Antons. Ich weiß nicht wieso. Yay, ein Zerpotzer. Es rennt zum Glück weg. Können wir nicht aufsammeln, nur. Da ist noch ein Zerbeise. Mhm. Ich mag Pilze oder Honig.
Unbemerkt gefangen. No! Heil dich doch nicht wieder, du Blödi. Jetzt greifst du uns an. Du bist zerpeise, das ist nicht nett. Was auch immer du denkst zu tun, das ist nicht nett. Wir müssen erstmal unser Panita heilen. So. Oha. Ist immer sehr knapp. Jetzt heilt sich das ein bisschen, ich weiß es nicht. Hat aber irgendwie nichts gebracht. Wir gucken immer so richtig fokussiert angestrengt, wenn wir einen Pokéball werfen. Immer so. Werf jetzt einen Pokéball. Oh mein Gott, was habe ich da gerade gesehen? Nee. Ob ich da etwa gerade gesehen, dass Ponita eine neue Attacke kann? Hypnose. Das ist jetzt nicht toll. Wie lange können wir denn eigentlich uns aussuchen, was für Attacken der kann? Naja, es ist ja jetzt nicht so viel Tolles dabei, ne? Sehr schön. Es ist zu ruhig. Viel zu ruhig. Schon wieder ein Venusliebe. Liebes Anton, ich will nichts von dir. Lass mich rüber. Ah! Unverschämt. Einfach nur unverschämt. Die Abendsonne ist cool, aber schön, dass es schon wieder Abend ist. Venus liebe es. Mach ich den? Ich wollte doch Pokémon aussuchen. Okay, anscheinend möchtest du von Staravia besiegt werden. Das können wir natürlich gerne tun. Haben wir direkt zwei Forschungsziele auf einmal abgeschlossen. Dann machen wir einfach einen Ultra-Aero aus. Tot. Ja. Die Verzerrung ist verschwunden. Ja, das ist okay. Das ist kein Problem. Ist doch wieder irgendwas drin, oder? Was ist das denn? Ein Bormi in Gelb. Ist das ein Shiny? Ich hab wirklich keine Ahnung. Bin mir unsicher. Hat es geblitzelt? Ich weiß es nicht. Oder ist es einfach nur gelb? Weil es die weibliche Version ist. Ich habe keine Ahnung. Wir fangen es einfach mal. Ob wir das jetzt unnötig töten? Vielleicht ist es auch einfach nur die andere Farbe.
Müssen wir uns mal angucken. Omi. Okay, das ist süß. Männlich und weiblich, das ist süß. Pflanzenumhang, Sandumhang, aha. Ah, es hat verschiedene Formen, das ist ja süß. Das ist natürlich sehr putzig. Warum ist denn jetzt schon wieder Nacht geworden? Ich hab doch nachts so Angst. Ich hab doch nachts so eine Angst. Kill it! Ja, ach komm! Meint er nicht ernst? Er hat's einfach gemacht. Was soll jetzt denn sein Nebel? No. Mit dem Nebel macht das keinen Spaß mehr. Okay. Oha. Ein neuer Weg. Oha. Das sieht nicht gut aus. Das sieht hier gar nicht gut aus. Ich würde gerne einfach nur da oben hoch. Kannst du nicht irgendwie springen? Ja. Guten Tag. Okay, jetzt sind wir irgendwie hier oben, das ist cool. Ich will da hoch! No, unsere Tasche ist voll. Was ist das? Eine Zitrobeere. Da ist noch ein sehr putziges Tangela. Das ist natürlich sehr süß, ne? Magst du den überhaupt zu essen, ne? Mag kein Honig. Oh. Du magst eine Nanabeere. Das magst du. Sehr schön. Oh, es ist ja irgendwie süß. Oh, da ist es ja irgendwie sehr putzig. Sieht einfach aus wie so ein Knoten. Was? Kann denn unsere super Attacke verfehlen? Geht's euch gut? Fast. Was ist denn hier los? Könnt ihr euch vielleicht mal treffen? Unglaublich. Kann dieser Nebel vielleicht mal weggehen? Huh?
Aha. Ah, es ist schon wieder Nacht geworden. Okay. Ich hab euch alle lieb. Das klappt nicht. Das glitzert. Ach so, hier sind wir. Na, no, meine Tasche ist wieder voll. Brauchen eindeutig mehr Platz. Zwei Believer, wow. Zerpeise, ich hab dich schon gesehen. Sehr schön. Immer sind irgendwelche Pflanzen-Pokémon, das sind einfach Pflanzen. Ein wildes Venufliebes erscheint. Wir haben natürlich Staravia. Dann wäre ich auch tot. Das sah ziemlich stark aus. Das war cool. Sehr schön. Jetzt sollten wir einfach mal in die Ruinen reingehen. Hallo. Nach links ausweichen, nach rechts ausweichen. Wenn ein wildes Pokémon dich mit seinen Attacken vertreiben will, musst du immer auf Zack sein und rechtzeitig ausweichen. Dann kann ich nämlich keinerlei Attacke treffen. Das ist wahr. Uiuiui. Was ist das denn da hinten? Ein Bidoof! Sehr schön. Hallo! Mein Name ist Yugao. Ich bin eine Wächterin des Pear-Clans. Oh, sehe ich richtig? Du trägst eine Elysium-Flöte bei dir. Bist du etwa jener Mensch, der aus dem Riss im Raum Zeitgefüge gefallen kam? Das bin ich. So ist das also. Ich habe bereits von dir gehört. Du hast das umherwütende Axanto beruhigt. Damit hast du sicherlich einigen Menschen geholfen. Doch ich frage mich, ob es nicht eine andere Methode gegeben hätte. Letztendlich hast du es doch einfach mit Gewalt zum Schweigen gebracht. Liege ich da falsch? Zudem läufst du hier herum und fängst wie verrückt Pokémon mit diesen kleinen Bällen. Deswegen werde ich die Galaktik-Expedition niemals um Hilfe bitten und den Diamant-Clan genauso wenig. Dieses Mädchen, Hinatsu, hat uns zwar Hilfe angeboten, aber wo kämen wir denn hin, wenn wir mit dem Diamant-Clan gemeinsame Sache machten? Und nun geh, ich bin äußerst beschäftigt. Das Piet. Hey, leiser, sei so gütig und kämpf gegen mich. Ich will die Stärke sehen, mit der du einen König besänftigen konntest. Okay. Vielleicht bekomme ich durch einen Kampf mit dir ja eine Kampfprobe der Stärke eines Königs. Ach, Volo. Was willst du denn dauernd von uns? Volo von der Ginkgo-Gilde fordert dich heraus. Hat ein bisschen ungünstig, findest du nicht? Togepi, oh nein, es ist immer noch Baby. Der Hall hier drin ist auch ziemlich cool. Ja, ich habe keine Ahnung.
Das ist halt ein kleines Ei. Was sollen wir denn gegen Togepi schon ausrichten? Ich meine, Togepi ist einfach nur Baby. Oh, ich wollte genau die gleiche Attacke machen. Kann doch nicht wahr sein. Machen wir Ultra-Diebeskuss. Wie wär's damit? Ja, genau so wird's nämlich gemacht. Das ist eine mega geile Attacke. Ohne Scheiß. Die ist richtig gut. Nein, Togepi! Der Hall hier drin ist so. Wahnsinn! Was ist das Ding? Oh mein Gott! Es ist kaum allein! Kannst du bitte. Was zum Teufel? Sonst geht's aber noch. Oh Gott, ist das Baby. Wie süß. Das war ja ultra putzig. Sehr süß. Sehr, sehr süß. Das war putzig. Oh, Kaumala, das ist so süß. Das ist doch die, die erste Front. Also das. Ihr wisst schon. Das erste, was quasi von Knackrack, der uns bei Cynthia den Arsch aufgerissen hat. Die erste Entwicklung. Tja, aber nicht gegen uns. Oh, deine Anweisungen waren hervorragend. Das hat wirklich Spaß gemacht. Deine Stärke ist wahrlich beeindruckend. Nun denn, lass mich deine Pokémon heilen. Ja, danke. Hm. Jetzt weiß ich, dass ich die Suche nach dem Fragment der Steinplatte des Yugao gestohlen wurde, besser dir überlasse. Gestohlen? Eine Steinplatte? Was? Ganz genau, es wurde ein Fragment dieser Steinplatte dort aus den Ruinen des Trostes entwendet. Dir noch keine Gerüchte über die drei Banditenschwestern zu Ohren gekommen? Ach, auch uns von der Ginkgo-Gilde haben sie schon öfter überfallen. Das ist nicht gerade förderlich fürs Geschäft. Yugao will dieses wertvolle Plattenfragment auf eigene Faust zurückbekommen, aber mit einem Alter von 99 Jahren ist das leichter gesagt als getan. No. Oh. Was sagst du, Liza? Würdest du das Plattenfragment für Yugao zurückbringen? Ich helfe dir natürlich dabei, denn wir von der Gilde lassen es uns keineswegs gefallen, dass man unsere Ware entwendet. Außerdem kann ich ihnen aus Prinzip nicht verzeihen, dass sie mutwillig Ruinen zerstören. Hm, mir fällt gerade ein, dass ich in der Nähe der Sumpflandbasis die Überreste einer Feuerstelle gefunden habe. Vielleicht könnte da ein Hinweis sein. Die habe ich auch schon gefunden. Ina zur Netzigmühle. Hallo! Hallo? Nun geh, ich bin äußerst beschäftigt. Einfach nur äußerst putzig mit ihrem kleinen Blatt auf dem Kopf. 99 Jahre alt. Die ist so süß. Wisst ihr, an wen die mich voll erinnert? An, ich hab ihren Namen vergessen. Oh mein Gott. Mein Gehirn ist ein Sieb. Die erinnert mich an die kleine das kleine Rübenmädchen aus Animal Crossing. Mir fällt gerade ein, dass ich in der Nähe des Unfassbares die Überreste einer Feuerstelle gefunden habe. Ja, die habe ich auch schon gefunden. Ach, es regnet. Die habe ich schon vor euch allen gefunden. Nämlich eben schon. Was ist das denn jetzt für ein Sturm? Ich hätte gerne eine Regenjacke. Brauchst mir gar nicht markieren. Ich weiß genau, wo die Feuerstelle ist. Irgendwann bringen wir uns um, wenn wir da so fröhlich durch die Gegend springen. Es war jetzt unnötig, dass ich einen Superball geworfen habe, aber ich wollte es einfach fangen. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich einen normalen Ball werfen. Was denn dieser Wind? Oh mein Gott, es ist so stürmisch. Bäh. Ich weiß aber, wo die Feuerstelle war. Die war hier hinten. Haben wir nämlich schon gesehen. Das Gebiet gefällt mir fast besser als die Graslandbasis.
Aber wenn es drei Schwestern sind, warum sind das vier Baumstämme? Aha. An dieser Stelle wurde ein Feuer gemacht. Es muss wohl jemand hier gewesen sein. Ja. Es ist nicht so hilfreich halt. Wer bist du? Dein Gang verrät, dass du keine gewöhnliche Dorfbewohnerin bist. Dass sich jemand bis hierher vorgewagt hat, kann nur eines heißen. Du willst uns, die drei Banditenschwestern, dringfest machen, stimmt's? Bevor wir diese armen Gestalt in Chaos machen, sollten wir ihr vielleicht erstmal klar machen, mit wem sie sich hier anlegt. Na gut, so, wenn die große Schwester spricht. Einmischung in unsere Pläne erlauben wir nicht. Gestatten, Distia, der Dorn in deinem Auge. Ich bin so stachelig, dass ich selbst kaum glaube. Die mittlere Schwester, das bin ich. Du hast keine Chance. Nicht gegen mich. Ich kralle mich fest. Du wirst mich nicht los. Ephelia ist der Name. Merk ihn dir bloß. Ich mag die jüngste Schwester sein, doch Widerstand ersticke ich prompt im Keim. Mein Name ist Nessia. An Talent so reich, wer sich in die Nesseln setzt, bereut es gleich. Banditenschwestern, Dreierbund, du wurdest gewarnt. Wir machen dich rund. Vor dir stehen die unbeugsamen drei. Unkraut vergeht nicht. Für dich ist's vorbei. What the fuck? Überlass das mir, mit der da werde ich im Handumdrehen fertig. Los, Toxiquack, gib ihr eine Kostprobe von deinem Gift. Das war cool. Oh Gott. Mit diesen blöden Reimen. Mit diesen blöden Reimen immer. Ich hasse es. Ja, Bonita ist vielleicht nicht so die beste Wahl gerade, aber... Vielleicht doch. Ah, doch, guck mal. Krieg mal hin. Vielleicht doch nicht. Okay. Ja, schon verstanden. Natürlich. Ich vergesse immer, dass die zweimal angreifen dürfen, weil wir ja immer Krafttechnik machen. Aber Hauptsache, ich reg mich auf. Das mit den Reimen war wieder unmöglich. Wie hier James und Jesse. Ja, und jetzt hast du verloren. Unschön, aber immer noch besser, als mich für die Galaktik-Expedition auf dem Feld abzuplagen. Diese Galaktik-Expedition. Selbst nachdem ich euch verlassen habe, macht ihr mir noch das Leben schwer. Dann nimm dir halt diese gammelige Steinplatte, wenn du uns dafür in Ruhe lässt. Du erhältst ein Plattenfragment. Plattenfragment. Ein Teil der Steinplatte aus den Ruinen des Trostes. Daraus sind buchstabenähnliche Muster eingemeißelt. Wir dachten, es sei ein Schatz, weil die Muster darauf wie Schriftzeichen aussehen. Aber dieses Stück Stein ist doch kein Volltrefferling wert. Die ganze Arbeit umsonst. Entschuldigung. Aber jetzt erzähl mal, wieso hast du eigentlich nach uns gesucht? Was ist da? Na, eigentlich... Was ist denn das da oben? Eigentlich nur, um Yugao zu helfen. Ach so, du legst dich in Zeug, um jemand anderem zu helfen. Wie lobenswert von dir. Ich bin fast ein bisschen gerührt. Wir könnten es uns allerdings nicht leisten, uns um andere Leute Sorgen zu kümmern. Wir haben genug damit zu tun, unser eigenes Überleben zu sichern. Außerdem haben wir mit der Galaktik-Expedition noch eine Rechnung offen. Das heißt, auch du wirst noch für all das bezahlen. Dazu fällt mir ein alter Vers ein. Sei es die schönste Blume weit und breit, sei ihre Blüte aller Gärten Kostbarkeit. Der Frühling lässt sie auferstehen, doch im Herbst muss sie vergehen. Denk daran, auch deine Tage sind gezählt, nur Unkraut vergeht nicht. Was? Zum Teufel. War das? Das war fast ein bisschen gruselig. Einfach nur. Mehr nicht. Das war einfach nur creepy. Vor allem diese Verse und Reime, das war echt, das war toll. Das war wirklich super. Ich bin, achlos. Doch, doch, ich bin einfach nur sprachlos. Ich
Wäre schön, wenn es aufhören würde zu regnen. Volo, ich habe die Steinplatte. Danke für deine Hilfe. Eliza, du hast das Plattenfragment wirklich zurückbekommen. Gute Arbeit. Yugao sagt man oft nach, dass sie altmodisch und stur sei. Aber du musst wissen, dass sie seit ihrer Jugend immer alles für den Perlenklang gegeben hat. Sie hat hier in Yuzui ihr ganzes Leben verbracht. Und dabei war ihr der Glaube an das ehrwürdige Sinnoh immer eine Stütze. Es ist nicht so, dass sie den Diamantklang und die Galaktik-Expedition verabscheut. Man könnte wohl sagen, ihre Liebe für den Perlenklang dominiert einfach alles andere. Also Eliza, bitte beruhige Ursaluna. So ein in Rage geratenes Pokémon stellt eine große Gefahr dar, auch für mein Geschäft. Okay. Hallo, ich habe dein Plattenfragment. Das ist doof. Du schon wieder. Meine Meinung hat sich nicht geändert und das wird sie auch nicht mehr. Die drei Banditinnen habe ich gefunden. Hast du das Plattenfragment etwa extra für mich zurückgebracht? Warum würdest du etwas für eine Fremde tun? Ach, wenn du schon so weit gehst. Du möchtest Ursaluna also unbedingt beruhigen? Ich möchte es versuchen. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch jemand anderen gibt, der sich so um Ursaluna sorgt. Na gut, gib mir bitte das Plattenfragment. Fertig, nun ist es wieder wie zuvor. Nein. Inkognito. Ja, ich kann dir vorlesen, was dort steht. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. So ist das also. Was dort eingemeißelt steht, deutet wohl solche Begegnungen wie unsere an. Indem du mir den fehlenden Teil der Steinplatte wiedergebracht hast, sind unsere beide Leben in Berührung gekommen. Ich habe diesen Satz unzählige Male gelesen und doch nun scheine ich ihn endlich zu verstehen. Ob auch dies eine Weisung des ehrwürdigen Sinnoh ist? Wie lautet dein Name? Eliza heißt du also. Würdest du mir deine Stärke leihen, um Ursaluna zu helfen? Es wütet zwar umher, aber es ist nicht völlig in Rage oder von Sinnen. Daher glaube ich, meine Medizin sollte es wieder zur Vernunft bringen. Ich kann Pokémon einfach nicht gegeneinander kämpfen lassen. Doch für dich sollte das kein Problem sein, nicht wahr? Ursaluna hält sich gerne auf dem Schlammplateau auf. Folge mir dorthin, sobald du bereit bist. Auf dieser Steinwand wurde etwas mit buchstabenähnlichen Mustern festgehalten. Ja, mit den Inkognito-Buchstaben, was auch immer das ist. Die wir nicht lesen können. Es stürmt immer noch. Natürlich ist es auch gleich wieder Nacht. Bäh. Das ist eklig. Da hinten sollen wir hin. Diamantsiedlung. Neue Nebenmission? Nee, wo sollen wir hin? Da unten sollen wir hin. Oh. Na gut, dann können wir ja eigentlich mal hier in diese Richtung hier oben. Einmal blub, also da hinten lang. Blub. Venov Liebes. Ach, Venov Liebes. Was ist denn schwerfällig gemacht? Ja. Das klappt nämlich irgendwie nie. Mit diesen Aprikokos. Vielleicht nur, wenn die uns nicht sehen. Und wir sollten die vielleicht auch nicht frontal drauf werfen, aber... Naja. Sehr schön. Da oben geht's auch noch weiter. Ich muss immer niesen. Oh mein Gott. Das ist einfach ein Onyx.
Ach du Kacke. Das ist einfach ein Onyx. Oh, es hat aufgehört zu sterben. Gott sei Dank. No, jetzt kommt dieses Viech auf uns zu. Was willst du denn? Skuntank. Das ist dieses eklige Ding hier, die Weiterentwicklung von Skunkapoo. Wow. Warum kann der Feuer spucken? Das war gruselig. Und die sind auch ganz schön stark. Bitte was? Ja. Wir haben durchaus ein Problem. Das ist ganz schön stark. Okay. Weird. Das ist ganz schön stark. Oh, Giftschaden ist natürlich echt schlimm, ne? Und zwar für alle. Nicht so schön. Das Onyx würde ich gerne noch fangen. No. Ach du Scheiße. Wir sind richtig schlecht. Ja. Das hat alles nicht so gut geklappt, würde ich sagen. Geht's noch? Lass dich doch endlich mal fangen, du blödes Viech. Alter. Wir haben nur noch ein Pokémon. Was bist du für ein Kack-Pokémon? Ich werde auch wütend. Was bist du für ein Scheiß-Viech? Oh Gott. Okay. Danke. Was ist das für ein Kackweg? Ein Klibunkel, ich weiß es nicht. Alter, hier ist aber auch wirklich komplettes Chaos. Ich habe euch alle sehr lieb. Ach, ich kann ja die ganze Zeit reiten. Ich bin so doof. So, wir waren ganz schnell weg. Hier sieht's gut aus. Hilfe. Das sieht schön aus. Oh Gott sei Dank. Eine Siedlung. Oh mein Gott. Yay! Hallo. Ich habe gehört, dass die Galaktik-Expedition einen sogenannten Pokédex erstellt. Den würde ich gerne sehen, sobald er vollständig ist. Oh Gott. Wir sind in kind of Sicherheit. Sehr schön. Ist das denn für ein Schlorp?
Pokebälle, damit ihr Pokémon fangt? Eine schreckliche Vorstellung. Ach so. Und junge Leute haben ein natürliches Interesse an ungewöhnlichen Dingen. Kein Wunder, sie bieten ja auch so viele neue Reize und Eindrücke. Hallo Schlurp. Warum ist das Schlurp hier? Warum ist es hier so schön? Guck mal bitte, was die für ein toll eingerichtetes Haus haben. Warum ist es hier so schön? Ich würde mal sagen, diese ganze Diamantsiedlung gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich bin einfach nur froh, dass wir es lebendig hierhin hochgeschafft haben. Auch wenn die Musik richtig lustig ist. Wir sind jetzt hier oben bei der Diamantsiedlung. Ah, direkt auch schon eine Schnellreise kann. Wolkenmeerkamm. Geht's überall noch lang. Also hier ist böse. Das purpurrote Moor ist erstmal böse, böse. Genau. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Alle unsere Pokémon sind tot. Beim nächsten Mal gucken wir mal, ob wir die wieder lebendig bekommen. Nein, nicht frieren. Ja, und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Legenden Arceus.